Ja, die Frage, welche Auswirkungen die Pauschale, die Unterstützungskasse letztendlich auf das Rating eines Unternehmens hat, ist eine sehr vielschichtige Frage, die ich hier nur ganz kurz beantworten möchte oder auf die ich nur ganz kurz eingehen kann. Das ist im Ergebnis immer eine Frage vom Beratungsprozess, das dann sauber darzustellen, welche Auswirkungen es hat. Und es ist vor allem auch immer eine Frage des konkreten Modells. Vielleicht hier mal die grundsätzlichen Auswirkungen. Eigentlich muss man unterscheiden zwischen Rating im Bereich Rentner, Rentenauslagerung, was mit der pauschal dotierten Unterstützungskassen unwahrscheinlich gute Wirkung auf das Rating und natürlich den ganzen Bereich betriebliche Alterssorgen für die Mitarbeiter, für das Kollektiv, für die normalen Arbeitnehmer. Ja, wenn ich mich für eine pauschal dotierte Unterstützungskasse entscheide, führt das erstmal dazu, dass Liquidität nicht aus dem Unternehmen abfließt. Die Liquidität bleibt erstmal im Unternehmen. Das heißt, es reduzieren sich zum einen Bankverbindlichkeiten, was sich positiv auf das Rating auswirkt, und es bauen sich gleichzeitig oder alternativ natürlich Vermögensgegenstände oder Liquidität auf. Beides wirkt sich im Rating positiv aus. Was natürlich eine ganz entscheidende Auswirkung ist, Rating ist ja nicht nur Bilanzrating, sondern Rating hat vor allem eine Soft-Komponente. Das heißt, die Qualität des Unternehmens, die betrachtet wird. Und die Auswirkung natürlich ganz klar auf die Mitarbeiterbindung hat natürlich auch eine positive Auswirkung auf ein Rating. Diese Soft-Facts werden auf jeden Fall in ein Rating einbezogen. Also die Bilanzauswirkung als Hard-Fact: Ich baue mir Vermögen auf, einerseits freies Vermögen, Vermögen, das auch zur Sicherheit zur Verfügung steht, Sicherheit zum Beispiel auch für die Bankverbindlichkeiten, also auch aus Banksicht durchaus positiv. Oder andererseits, ich reduziere Bankverbindlichkeiten und ersetze die zum Beispiel gegen Verbindlichkeiten gegen die Unterstützungskasse, das heißt langfristige Verbindlichkeiten. Auch hinsichtlich der horizontalen Bilanzkennziffern kann hier hinsichtlich des Ratings gestaltet werden. Das ist aus meiner Sicht beim Anwärter die größte Auswirkung. Das zweite Thema, Rentnerauslagerung. Lagere ich einen Rentner aus auf die pauschal dotierte Unterstützungskasse, hat das erstmal die Auswirkung, dass ich keine Rückstellung habe, sondern, wenn ich keine Liquidität fließen lasse, Verbindlichkeiten gegenüber die Unterstützungskasse. Die Qualität von Verbindlichkeiten sind nämlich auch ganz psychologisch etwas ganz was anderes als Rückstellungen, die immer einen ungewissen Charakter, die immer so eingeschätzt werden, als in Wirklichkeit ist die Verpflichtung viel höher. Also von daher habe ich natürlich Veränderungen in der Struktur und auch liquiditätsmäßig hier wieder meine Auswirkungen. Im Detail, wenn wir später dazu kommen, dass wir uns an den Berechnungen, an den Musterberechnungen, an den Konzeptionsdarstellungen anschauen, können wir auf die Frage nochmal gezielter eingehen.